Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir die Geschichte von Trunks und so die ersten paar Kämpfe von der Cyborg-Saga, Schrägstrich Cell-Saga, abgeschlossen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum ich hier vor Vegeta stehe und den Bingo-Tanz mache. Ja, ich habe mal was nachgeguckt, bitte nicht schlagen. Und zwar, wie man Super Saiyajin freischaltet und anscheinend muss man damit dafür gegen Vegeta kämpfen oder für den die nächste Dingens machen, die nächste Mission. Was bedeutet kämpfen? Ja, okay, bevor wir das machen, erstmal, wenn euch der Part gefällt, bitte hinterlasst doch irgendwie ein Like, ein Kommentar, ein Abo oder was auch immer, um den Kanal ein bisschen weiter zu helfen. Das wäre sehr toll und ich wäre sehr dankbar dafür. Gut, Vegeta, dann komm mal her. Scheint, als wärst du stark geworden. Zum Glück, sonst wäre es langweilig geworden. Deine Fortschritte sind erstaunlich. Auch von einem Saiyajin sollte man wohl nichts anderes erwarten. Zeig mir, wie stark du geworden bist. Ich möchte wissen, ob du mit einem Saiyajin-Prinzen mithalten kannst. Also bist du bereit? Hehe, du wirst niemals so stark werden wie ich. Ganz egal, wie sehr du dich auch bemühst. So. Da steht nichts von Super Saiyajin. Verdammt. Training mit Vegeta. Mittel. Warum muss gegen Vegeta? Also Vegetas Training irgendwie machen, um mal freizuschalten. Habe ich gelesen. Bitte nicht schlagen. Aber ich will es wissen. Wir sind jetzt schon beinahe. Oh Gott. In der Zellsaga. Also. Boah. Bin schon in der Zellsaga und ich bin immer noch nicht ein Super Saiyajin. Das darf nicht wahr sein. Dann kämpfen wir eigentlich hier. Hey, den Angriff kann ich auch. Boah, wir sind uns so ähnlich, Vegeta. Ich könnte ja glatt den Bingo-Tanz machen mit dem Kampf. Oh mein Gott. Der Typ macht mich fertig. Komm her. Wuff, 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 wuff. Das gibt's doch nicht. Ey, der ist einfach durch mich durchgekommen. Boah. Komm her. Prinz der Saiyajin. So. Welcher Jäger der Tiefsee, also ich nicht lache. Ey, da wird gar nicht gestunt von meinen Angriffen, kann das sein? So, perfekte Abwehr. Mit Piccolo trainiert. Muss ich 10-mal hintereinander machen. Sag ich, wie bescheuert schwer das war. Ja. Okay, ich lasse immer da rumfliegen. Ich hasse es, wenn die Gegner da runterfliegen. Das ist auch bei den Zeitsoldaten andauernd so. Wenn ich die Dragon Balls versuche zu farmen, fliegen andauernd immer da runter. Oder ja, am Schuh fliegt immer da runter und ich muss den immer hinterher fliegen. Da habe ich keine Lust. Oh nee. Der macht mich ja noch fertig. Ich verarschen. Ich verarschen. Was denn das für ein Scheiß? Boah, jetzt kann ich mir ja noch mal antun, ne? Boah, er leckt mich da. Ich habe meine Ultimate eingesetzt und der setzt einfach, der tankt die einfach weg und setzt seine Ultimate ein und ich werde natürlich getroffen. Pff. Voll Kacke. Schied ist voll Vegeta. Schade für dich. Ich habe gewonnen. Bist du sauer? Dann trainiere und werde stärker. Bla bla bla. Komm her, na, warte. Bin ich noch am Arsch, ey. Einfach eine Verarschung gewesen. Ist meine Ultimate ein, der, ja, ich habe gesehen, er hat seine Aua eingesetzt, aber trotzdem. Also nicht, dass er einfach wegtanken kann. Leck mich. Schied ist voll Vegeta. Boah, jetzt kommst du natürlich nicht sofort angerannt. Alter, Alter, geht es eigentlich besser? Jetzt tut sich mein Ausdauer wieder hoch. Laden. Komm, 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 komm. Ja, komm her. Boff. Ich kann es aufladen. Sehr gut. Ausbrechen. Weiß, es gibt noch viel mehr Kombos, aber da wird die drauf. Warum bist du anders umgedreht gewesen? Was zum Teufel? Ja, mit der Story wird halt übrigens heute nichts mehr. Sieht man schon, ne? Irgendwie komme ich nämlich hier nicht zu irgendwas. Schon 5 Minuten. Boah, lass dich da auf. Schon 5 Minuten hinter uns. Neu in den Kampf. Alter.
Oh. Warum hast du dich umgedreht, Mann? Vor allem, da dauert immer eine Ewigkeit, bis ich mich umdrehe. Ja, friss das! Du tankst meine Ultimate weg, ey. So. So, jetzt geht mir Super Saiyan. Das heißt, er ist alles vergeben und vergessen. G. CC. Okay. Ich möchte Time Patroller Klamotten haben. Haben schon wieder deine, ja, super. Ja, ich kann nur noch gemacht. Auf einmal sind deine Fähigkeiten mit meinen vergleichbar. Ich gebe es nicht ganz so, du bist sogar noch besser als Kakarot. Nun, ich bewege euch zum Trainingspartner, zum echten Wettbewerber. Diesmal wird das keine Übung mehr. Du wirst kämpfen müssen, als wolltest du mich töten, verstanden? Und geht direkt weiter. Ja, ich habe nicht Super Saiyan bekommen, also Salat. Key-Explosion. Schade, dass das Capsule Corporation Zeichen hinten ist. Aber die G finde ich nicht schlecht. Was wie so ein Goku's G. Ach ja, ich habe übrigens alles, was ich kaufen kann, gekauft. Also wie mein Geld gereicht hat. Ich sehe mich noch eine Weile mit den Klamotten rumlaufen. Ich wollte dich das schon die ganze Zeit fragen. Gehört es zu deinen Training, kein Super Saiyajin zu werden oder was? Ey, Moment mal. Sag nicht, du besitzt all diese Kräfte, aber kannst dich nicht zum Super Saiyajin werden. Genau das will ich machen. Das gibt's doch nicht. Wie kann das denn sein? Glaubst du nicht, dass du mehr erreichen könntest? Du scheinst nicht sonderlich klug zu sein. Na gut, ich bringe es dir bei. Als Saiyajin schäme ich mich für dich. Bald, also so wirst du zum Super Saiyajin. Was? Moment, wieso zu allem muss ich dir das beibringen? Wenn ich wirklich zum Super Saiyajin werden will, sprich mit meiner Familie, auch wenn das nicht unbedingt was bringen wird. Was? Wieso muss ich mit deiner Familie reden? Hi, Bulma. Wieso willst du mehr darüber wissen, wie man Vegeta zum ersten Mal zum Super Saiyajin geworden ist? Nun, damals war Vegeta davon besessen, Son Goku zu schlagen. Eines Tages wurde ihm bewusst, dass er seine Grenzen erreicht hatte und er wurde sehr wütend. Dann hat er sich verwandelt. Es ist typisch für Vegeta, dass er wütend auf sich selbst wird und nicht enttäuscht ist oder aufgibt. Okay. Ja. Ich bräuchte Kid Trunks oder so. Oder, hey, da ist er ja. Super Saiyajin, Moment, du weißt nicht, wie man zum Super Saiyajin wird? Ernsthaft? Und du willst jetzt von mir wissen, wie das geht? Okay, ich helfe dir. Zum Super Saiyajin zu werden, musst du dein Ki steigern. Nein, nicht so, mit mehr Intensität. Ja, genau, einfach so, glaube ich. Nun ja, ich könnte es halt schon immer, deshalb ist es schwer zu erklären. Für mich war es immer völlig normal. Aber wir wissen, wie stark, du wirst es also sicher auch können, wenn du es erste Mal verstanden hast. Also viel Glück. Hier liegt einfach jemand. Verstehst du das jetzt? Du scheinst nicht sehr helle zu sein, aber immerhin verstehst du einige Dinge. Ja. Ich hoffe allerdings, dir ist klar, dass du dich nicht verwandeln könntest, nur weil du die Logik dahinter verstanden hast. Ab jetzt wirst du mehr als Logik brauchen. Du wirst dich erst verwandeln können, wenn du es wirklich verstanden hast. Wie es geht? Woher soll ich das wissen? Aber Wut und gefährliche Kämpfe scheinen dir zu helfen, deine Kräfte zu wecken. Sei nicht so ansehnlich. Denk dran, du bist ein Saiyajin. Schätze, mir bleibt keine Wahl. Was bekomme ich eigentlich für einen Bonus? Ich bekomme nur einen Bonus bei Vegeta. Als Saiyajin. Das bekomme ich eigentlich vom Bonus. Ich würde ihn nicht als Freund bezeichnen, aber es gibt noch einen reinblütigen Saiyajin auf der Erde. Und ich werde dich völlig vernichten. Ich werde mich nicht zurückhalten. Wir werden dich mit allen angreifen, was wir haben. Wenn du überleben willst, musst du lernen, dich zu verwandeln und dann dieses Gefühl merken. Bei einem Trottel wie dir gibt es keinen anderen Weg. Ich hoffe, du hast dich gut vorbereitet. Super. Super Saiyajin. Saiyajin erwachen. Okay. Warum wird das so schwer? Ich habe das Gefühl, das wird sehr schwer. Oh Mann. Jetzt Goku und Vegeta. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, die machen mich so hart und fertig. Also, Goku kommt im Nahkampf und Vegeta im Fernkampf oder was? Oh. Ich habe keine Key, wie immer. Das scheint aber nicht so schwer zu sein, der Kampf.
Du bist der Rival von Meister Vegeta. Ich muss dich vernichten. Erwache Saiyajin. Saiyajin, ihr Wachfähigkeit. Super Saiyajin wird im Leitfaden für Superangriff eine Liste. Sollte mir vielleicht vorlesen. In der und einige Moves sind anders. Sie nähern sich mit fast allen. Das sind schon mal richtig gut. Super Angriffe. Direkt nicht nur Dingens hier, so wie im ersten Teil. Nur eine Sache oder so. Auf kleinen Angriff wird sich sogar direkt an ihn an, was besonders gut gehalten ist, um dessen Abwehr zu besprechen. Okay. Super Saiyan 3, was? Okay. Ich bin mal eiskalt, Super Saiyan 3, willst du mich verarschen? Was zum Teufel? Ich will kein dreifacher Super Saiyan sein. Alter. Okay. Kann ich nur ein Super Saiyan 3 verwandeln? Was? Geil. Also ein Fan von Super Saiyan 3 bin ich jetzt nicht so. So ist ein Super Saiyan 2 möchte ich sein, wenn es geht. Aber was soll's? Ich kann nur noch normale Angriffe machen auch, ne? Ich bin Super Saiyan 3, ja, ey. Guck dir meine Haare an. Die wellen ja voll im Wind. Boah. Vor allem dadurch werden meine Superangriffe stärker. Super. Die sind ja richtig geil. Hätte ich keine einsetzen kann im Moment. Mein Gott, ich stehe sogar wie Son Goku. Ja, einfache Super Saiyajin. So einfache Super Saiyajin, ne? Mein Gott, ich muss jetzt noch mal fertig machen. Wie bekommt er jetzt mehr Schaden? Alter, was ist das für ein Kampf? Weil wie wäre der Kampf überhaupt abgelaufen, wenn man eine andere Rasse genommen hätte? Wie viel Schaden ich jetzt mache? Doof. Ich kann nicht vorstellen, dass er aber nur Vorteile hat. Dreifacher Super Saiyajin. Das ist bestimmt irgendwelche Nachteile. Boah, ich jetzt durch die Gegend fliege. Richtig geil. Ja, ich habe ja noch mein Dings. Saiyajin sind Krieger. Ich teleportiere mich jetzt bei jedem normalen Angriff. Richtig geil. Ich sag mal an. Erfolge gestört, was ich hier mache. Ich zerstöre jetzt das Universum. Das waren mal Erfahrungspunkte. Super Saiyajin. Okay, cool. Ja, trotzdem lieber Super Saiyajin 2 sein. Ja, 1. Das soll jetzt Oberhelden nicht mehr angreifen. Ja, ha, so ist es richtig. Du hast es geschafft. Jetzt merkt ihr dieses Gefühl. Muss ich nicht bedanken. Du hättest von Anfang an das Zeug zum Super Saiyajin. Heute hast du nur rausgefunden, wie du dich verwandeln kannst. Mehr nicht. Das sind auch für mich gute Neuigkeiten. Jetzt kannst du mehr mein Trainingspartner sein. Wenn du mir danken willst, dann werde ich stärker und mach mich stolz. Verstanden? Das sind Spezialien, die du unter unseren Fähigkeiten aus steigen einmal zu und die Eigenschaften Folge zeigen, was sie benutzt. Jetzt zeig mal.
Verwandle dich in einen Super Saiyajin und lade auf. Je mehr Ki du hast, desto höher die Stufe bei der Verwandlung. Ach so, okay. Dann muss ich wohl ein bisschen testen, ja. Also auch ein bisschen blöd, dass ich immer auf Ki gucken muss dann. Ich soll lieber hier so einzelne Verwandlung wieder. Fliege ich jetzt ein bisschen schneller? Will ich mir noch eine. Gut, jetzt wenn wir so einen Eignungstest wieder machen. Kann ja immer, ich kann schon wieder einen machen direkt. Mach mal den. Dann muss ich mal gucken, ab wie viel Ki ich Super Saiyan oder Super Saiyan 2 werden kann. Ah, ich muss wieder all meine Meister erledigen. Ja, volle Kraftattacke. Ach, da ist auch wieder Aufladen, ne? Also stärkere Aufladung. Ja, storytechnisch wird das hier nichts mehr. Tut mir leid. So, oh Gott, wo sind wir denn hier? So, die Frage ist jetzt, wie viel Ki brauche ich für was? Ein, nein. Ein war ein bisschen zu wenig. Sehr gut. War überhaupt noch beim ersten Teil? Keine Ahnung. Konnte ich unendlich einsetzen, ja, aber das ist mal abgelaufen, glaube ich. Weil es hat ja, glaube ich, jede Rasse irgendwie eine Fähigkeit. Deswegen ist er anders, glaube ich. Ja. Richtig geil. Super Saiyan 2. Was du denn? Man kam ja mal größer geworden. Ne, das ist ein. Ich hatte einen Warp, kam ja mal gar gemacht. Warp kam ja mehr. Sehr gut. Boah, jetzt wird Angriff ja viel besser. Weil mich verwandle ich nicht zurück, das ist geil. Ja, komm noch mal her. Boah. Also auf jeden Fall, was ich zum Thumbnail mache, direkt hier auf Namek, Super Saiyan Verwandlung, genau wie bei Son Goku. Ja, natürlich wieder nichts abgezogen. Sehr gut, ich bin jetzt ein Super Saiyan. Ich bin jetzt ein Super Saiyan. Sterb! Das ist aber auch blöd. Tun sich ja die ganze Zeit hin und her bewegen. Frustat. Jawohl. Und Level up. Oh, ich hatte noch welche. Okay. Soll ich du erstmal volle Kraftangriff hier ausrüsten? Ich habe zwar schon maximal aus meinem alten Spielstand, aber da will ich noch nicht ausrüsten. Aus offensichtlichen Gründen. Suchst du da? Gut, mach, du hast den Test bestanden. Jetzt kannst du neue Ausbilder suchen und so. Sag mal. Set holen und so alles. Okay, ich muss mal aufleveln. Aber da habe ich nur Zeit für eine Parallelquest, ne?
So, davon wieder alles und Ausdauer, weil Ausdauer ist irgendwie hier viel nützlicher. Okay, keine Ahnung. Auch kann ich mich nicht hier irgendwie verwandeln. Warte mal. Das wäre Krillin gewesen. Ah. Ding müsste eigentlich schneller sein, als wenn ich fliegen würde, ne? So, können wir irgendwas machen hier? Eine Mission schaffen war. Namek-Explosion. Da kann man, glaube ich, gegen Zeitsoldaten kämpfen, oder? Genio und die Frucht, die habe ich mal online gemacht. Mystischer Blitz, Kampfanzug, Freezer Saga, Vegeta. Kampfanzug, Son Gohan. Ach so. Ich bringe euch alle um. Weiß nicht. Weiß nicht, welche Mission wir machen sollen. Was, wo ich farmen kann, so Klamotten und so. So das hier. Hol drei Dragon Balls zurück. Dragon Ball Prügelei. Jetzt können wir mal sehen, welche Charaktere wir alle freigeschaltet haben. Das letzte Mal. Das ist irgendwie eines der besten Elemente hier im Spiel. Immer die neuen Charaktere und so begutachten. Da würde ich sagen, der sieht so aus, als hätte er keinen Arm. Das finde ich immer so blöde gemacht in den Spielen. Ich müsste eigentlich Tenshinhan dann mitnehmen, wegen den ganz hier, wegen Meister und so. Lieblingskleidung. Okay, es gibt nur, gab es den überhaupt im ersten Teil? Nee, ne? Ja, und hier sind Goku Black und Trunks. Im ersten DLC kommen ja auch wieder super Charaktere vor. Dragon Ball super Charaktere. Was habe ich überhaupt jetzt noch mal genommen? Zeigt dich Freezer, ne? Also keine Ahnung. Noch einfach irgendjemanden. Also bestimmt nicht fragen. Er tut bestimmt keine Fragen irgendwie erwecken. Weiß Goku, was, du siehst aus wie ich, du hast meine Klamotten an. Obwohl, er hat ja nicht direkt die gleichen Klamotten an wie Son Goku, ne? Er hat ja längere Ärmel. Ich weiß nicht, ob das Zeichen geguckt, was er am Rücken hat. Das ist auch dieses Go-Zeichen, oder? Er hat ja nichts. Jetzt gerade. So, machen wir jetzt eine Mission, die genauso ähnlich ist wie die. Ich bin auch ein bisschen blöd, ne? Genauso ähnlich sind die ganzen oberältesten Missionen. Ja, ich habe die Energieladung nicht gemacht. Ja, komm her. Was Frieza bekommt, das will er auch. Was? Ne, was Frieza will, das bekommt er auch, ne? Oh mein Gott, lass mich in Ruhe. Apoll, was willst du denn? Oh, ich kann mich mit der auch schon teleportieren, sehr gut. Mit Super Saiyan 1. Sehr gut. Ich war trotzdem nur lieber in normalen Super Saiyan verwandeln oder zwei waren Super Saiyan. Statt so komisch zu regeln. Sollte weniger Ki haben wahrscheinlich. Hab ja auch doof. So, mal erledigt. Nö. Wie viele sind denn hier noch? Was denn? Aber Son Gohan, oder? Dieses Mega Kamehameha. Da habe ich jetzt einen Grund, Kamehameha wieder auf zu laden und überhaupt einzusetzen. Ja. Und dann können wir ja noch die eine Parallelquest machen mit Freezer.
diese irgendwie diese 5 Minuten Mission. Und auch glaube ich normalerweise, ja, da kann man so nicht dann auch Dragon Balls farmen. So habe ich glaube ich im ersten Teil mal gefarmt, indem ich hier diese 5 Minuten Mission gemacht habe. Ja, jetzt immer, ich hoffe ja, immer Zeitpatrouillen Soldaten kommen. Nehme ich an, dass das ein bisschen schneller geht. Da finde ich gut, dass ich mich nicht zurückverwandle. Und im ersten Teil konnte man dann immer Ultimate spammen. Auch ein bisschen übel war, ne? Da macht einen auch nichts, wenn irgendwie die Angriffe voll schwach waren. Weil ich habe immer alles auf Super GX-Version und so gemacht. Trotzdem war ich irgendwie nicht so stark, wie ich gedacht hätte. Oh nein, noch mehr Gegner. Vegeta. Wie geht's denn? Thales. Bin ich Kakarot, ich bin Zar. Bin Thales. Soll ich Zabon sagen? Ich bin nicht Kakarot, ich bin Zabon. Obwohl ich glaube, die eine Mission schaffen wir jetzt nicht mehr. Nee. Oh Gott. Oh Gott, Thales. Steht genau da, wo die Zeitmaschine ist. Fliegt genau da. Aber bleibst du da oder haust du wieder ab, wenn ich dich ein bisschen kaputt hau? Was zum Teufel? Ja, er tut punktgenau abwehren. Fehlen noch 2 Dragon Balls? Wow. Ja, manchmal trifft er auf jeden Fall. Okay. Schrei nicht so wie ein Son Goku. Aber Son Goku geht auf die Fresse, merke ich gerade. Son Gohan ist da irgendwo am, was auch immer machen. Jeder, fliegst du denn? Sehr gut. Boff. Oh nein. Puff. Nein, Luft. Ja, sehr gut. Und da ist der letzte Dreck am Ball. Puff. Ausgezeichnet. Gut. Dann haben wir, oh nein, meine Ausdauer muss ihn langsam dahin bewegen. Oh ja, gut. Dann haben wir hier den ultimativen Finisher geschafft. So, Kampf hat so Freezer Saga. Ich bringe euch alle um. Energieschuss ausgesagt. Jetzt habe ich schon die Hälfte, was ich hier fahren wollte, bekommen. Aber egal. Dann haben wir wieder schön was erreicht in diesem Part, glaube ich. Dann weiß ich nicht, ob wir in der nächsten Folge direkt mit der Story weitermachen oder Parallelquests machen, irgendwie sowas. Mal schauen. Es ist natürlich wieder so ein Fortschrittstest hier zur Verfügung. Gut, dann beende ich den Part hier. Warte mal, was ist mit dir eigentlich? Ich habe doch Affenfront gemacht, oder? Weiter Kampf, Geno-Kommando abgeschlossen. Nächste Zeit, nö, verdammt. Ich dachte, das hätten wir schon gemacht. Gut, dann würde ich aber sagen, ich beende den Part hier. Wie es dann in der nächsten Folge weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Im Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.